So, also auch nochmal von mir. Glück auf. Andreas. Und der Kühlreiter. Ja. Jetzt habe ich zum ersten Mal riesen Respekt. Vor einer Gans? Ja. Wie geht's? Die beißt nicht mehr. Ich weiß, ich kenne nur so Huhn, deswegen. Ist da noch was drin? Ja. Okay. Da ist immer noch der Magen und die Leber und ja. So ist immer noch innen drin, genau. Gibt es eine Aufgabenverteilung? Also wir nehmen genau, also die jeder Gans macht eine. Aus. Also wird man starten. Ja. Ne? Eine frische Gans vom Röslerhof in Burkhardsdorf. Ne? Als erstes schneiden wir den Hals ab. Ne? Ich habe euch mal... Jetzt ernsthaft? Natürlich. Das ist Brotmesser hergelegt, weil wir Knochen schneiden, da macht man sich die ordentlichen Messer immer ganz schnell kaputt. Du machst vor und ich mach nach. Ja. Als festhalten, ruhig und los schneiden. Das ist schon... Ja, also schon nach einer Minute stellst du fest, Essen ist so leicht. Essen ist so leicht. Jetzt schneide, komm. Was ihr leistet. Oder was die Mamis, die Omis ein Leben lang gemacht haben. Soll ich dir helfen? Mami, ich danke dir jetzt noch dafür. Mache hin, die kann ich nicht fertig werden. Oh, das... Jawohl. Genau. Ja, da muss das man, legen wir bei der Seite. Das legen wir zur Seite. Auf dem Brett. Auf der Brett. Hier, so legen wir das hin. Ja. Ja. Genau. So. Ach so, jetzt bin ich dran. Ja. Nee, das, ich bin Gentleman. Ich kann, na dann, bitte. Die Katja hat noch nie was Handwerkliches machen müssen. Ja. Warte, ich halte. Ja. Na, ein bisschen knorpeliger ist die. Wirklich? Ja, so hat mein Eindruck. So. Kann man den Hals noch weiter verwerten? Für da kochen wir dann noch eine Brühe draus. Genau, wir wollen da machen wir eine Brühe draus. Schön. Genau. Ja? Jetzt müssen wir das... Das ist das, oben, ne? Das vorne. Das ist der Kopf gewesen. Damit ihr aber keinen trockenen Hals... Oh. Ich wollte gerade sagen, es ist ganz schön trockene Luft hier drin, oder? Auf die Halsabschneider von Radio RTL und von der Köhlerhütte. Prost. Gucke mich an, sonst gibt es schlechten Sex. Was ist jetzt der nächste Gang? Wir greifen jetzt beherzt der Gans im Arsch. Ja. Soll ich das machen? Holen die Füllung raus. Ja, ich mach das. Ja, dann. Ja, hier. Ach, da würde ich gerne drauf verzichten. Ich habe eben für dich, das ist ein Geben und Nehmen. Denn du hast den Hals abgeschnitten und ich darf jetzt hier reinpassen. Ich bin für oben zuständig, du für unten. Finde ich klasse. Schön, also das ist Teamarbeit. Einfach rein. Hm? Ja. Muss man irgendwas spreizen? Nö, das ist, geht von alleine. Macht sich von alleine breit. Muss das Einzelne rausnehmen? Ja. Das ist die Leber. Mhm. Wohin? Das ist wirklich hier unten. Größer ist die Leber nicht von der Doch, ganzen. Da fehlt noch ein Stück. Ach so. Das ist ein Stück Magen. Mhm. Eine Hälfte. Das ist das andere Teil von der Leber. Wenn Sie jetzt gerade einschalten, ist es Nikolaus bei Hydradio RTL und hat immer geguckt, was da Nikolaus hier gerade gebracht Stiefel hat. Ja. Gut, das Stiefel hat man nicht. Was ist das? Ja. Hier ist nichts mehr. Nein. Nö. Genau. Nicht mehr. Okay. Das machen wir bei der anderen auch. Willst du mal? Ja, na klar. Auch mal dieses tiefe Gefühl dringend. Mal. Also das ist... Mach jetzt keine Wissenschaft raus, ich auch keine greif Wissenschaft. Rein. Ich tue nur, manchmal macht man Dinge in der Öffentlichkeit, die man privat nie machen würde. Ich gebe es ehrlich zu. Komm. So, ich habe eine Leber gefunden, Papi hat eine Leber gefunden. Und, aber das ist ja, das bedeutet, so sieht es ja in der Gans nicht aus. Die ist also schon ausgenommen worden und sozusagen vorbereitet. Das ist der Rest von der Leber. Die ist küchenfertig vorbereitet. Richtig, guck mal, ich habe noch ein bisschen den Magen auch, der andere Teil vom Magen. Genau, das war's. Ja. Okay. Nee, das lass ran. Das lassen wir auch dran. Okay. Das machen wir nachher. Gut, gib Pfeif. Wir schneiden jetzt noch die Flügel ab. Ne? Ja. Bis hier ins erste Gelenk. Ach so. Ja. Hier oben. Ja. Das einschneiden. Und dann hochgehalten. Hier im Gelenk. Eigentlich gibt es das von alleine vor. Ach so. Okay. Und das brauchen wir auch später noch zum Auskochen. Das kommt auch mit in die Brühe, genau. Brotmesser, weil man es hier schon sieht, weil man hier oft auf den Knochen schneidet. Und bei Küchenamateure, entschuldigt mich für den Ausdruck. Nee, ist ja vollkommen richtig. Gebe ich da gerne ein Brotmesser, da macht man die Klinge nicht so schnell, sehr, sehr kaputt. Und ich habe auch den Eindruck, du hast da durch diese Riffel eine bessere Führung besser als Laie. Ne? Genau. Mhm. Ne? Und dann schneidet man das im Gelenk. Alles klar. Einfach runter. Und jetzt hier auch nochmal? Jawohl. Ja. Oh, ich kann da nicht hingucken. Darf ich dir bitte helfen? Ich weiß, dass der Wille da ist, aber wirklich, ich kann ihm bitte, wirklich, also das ist, nee, nicht. Das geht nicht. Katja Möckel träumt nämlich von einer Zweitkarriere als Handmodel. Nein, ich bin in einer Fleischerfamilie groß geworden. Na eben, das müssen wir erzählen. Andreas. Ja, wirklich. Die Katja Möckel entstammt der Fleischerdynastie Jungnickel in Wurzen.
Wirklich, ohne Mist. Die müssen aber irgendwann pleite gegangen sein, weil für den ist seit 20 Jahren nichts mehr zu hören. Meine Vorfahren waren Fleischer, wirklich, ohne Mist. Ja? Cool. Ist schon ein bisschen Talent zu spüren, was die Vorfahren ist ausbaufähig, stimmt? Ausbaufähig, genau, ja, das ist gut. Ausbaufähig ist gut. Genau. So, und jetzt müssen wir noch den Bürzel abschneiden. Bürzel. Das sind ja die Fettdrüsen für die Federfetten. Das machst du. Genau. Den tun wir auch ganz wegschmeißen, den tun wir nicht mit dem Brühe kochen. Der ist nicht zu verwerten. Das ist, genau. Wo ist denn ganz ist weg? Drin. Ganz weg ist da. Gut, da ist genau. Ganz weg. Okay. Jawohl. Okay. Dann machen wir hier hinten ist noch ein bisschen solches Pflaumenfett. Ja. Das machen wir noch mit raus. Okay. Kannst du das bei mir machen? Natürlich. Ich halte. Das brauchen wir auch nicht mehr. Da machen wir einen Gänseschmalz draus. Ach so. Ja? Oh, eine schöne Fettbämme. Wenn wir Skitour machen, nehmen wir eine Schmalzstulle mit. Du, wir hätten nur einfach nur Fettbämme machen können mit der Gurke dazu. Wir sind doch wirklich genügsam. Ja, das ist in Ordnung. So, ich glaube, ich bin soweit. Genau. Wenn es soweit jetzt vorbereitet ist, können wir die Füllung vorbereiten. Wir tun sie klassisch füllen mit Apfel und Zwiebel. Beifuß noch rein und würzen tun wir mit Salz und Pfeffer. Super. Das heißt, das ist jetzt alles, die Gans bleibt jetzt so, wie sie ist? So bleibt sie jetzt erstmal und wird so gegart und nachher schneiden wir sie außen, noch zusammen auseinander. Nicht irgendwie noch ätherische Öle drüber schmieren? Das machen wir jetzt gleich. Jetzt machen wir erstmal Füllung rein. Vierteln, bitte. Hätte ja sein können. Zwiebel schälen und auch in Viertel schneiden. Hier so rein? Jawohl. Der Apfel ohne Kriebsch und so, oder? Wie Nein, ist das so wie er ist. Wirklich? Ja. Und die Zwiebel? Okay. Schälen. Und auch vierteln, bitte. Ha. Wenn Sie zu Hause jetzt auch Zwiebel schälen, dann weint die Hitradio RTL Hörerfamily gemeinsam. Das gab es auch noch nie. Du sollst nicht so viel quatschen, du sollst machen. Guck mal, ich bin schon hier. Ohne Heulen siehst du eine Träne bei mir. Und jetzt auch hier rein? Jawohl. Gut. Du wirst schon draußen warten, hungrige Gäste. Ja, aber das ist so, wenn du dann überhaupt nicht mehr damit rechnest, dass das Essen noch kommt, dann ist die Freude doppelt so groß. So, rein damit. Also komm. Ja. Der Anfang ist gemacht. Ja. Ich habe ein gutes Gefühl. Jetzt sind wir schon beim Würzen. Wir würzen innen mit ungefähr einem Teelöffel Pfeffer und einem Esslöffel Salz. Ist es grüner Pfeffer oder brauner? Das ist schwarzer Pfeffer. Schwarzer Pfeffer. Hast du einen Löffel oder was? So? Jawohl. Das ist und jetzt rein. Das ist ein Teelöffel, genau. Das ist, bei mir ist ein Teelöffel mehr. So. Und das wird ein bisschen verteilt so einfach. Genau, ja. Schön. Ja. Und nochmal eine Läutung Salz noch inne. Ja. Das ist auch interessant. Oh. Das, also in der Küche benutzt ihr keinen Salzstreuer, sondern wirklich, das ist so vorbereitet. Aber mit der Hand, Prise, das hat man das beste Maß. Ne? Ja, ein bisschen Salz, komm. Da trinken sie mehr, die Gäste, wenn es ein bisschen salziger ist. Ich kenne doch die Tricks. Kann man ganz schlecht versalzen. Wirklich? Ja. Dann machen wir noch ein bisschen Salz rein. Komm, Katja. Jetzt machen wir ja obendrauf noch. Ja, und obendrauf machen wir aber nur Salz. Da machen wir keinen Pfeffer, weil das sonst keine schöne Kruste wird. Ja, da werden schwarze Flecken. Ja. Aber ruhig. Salz schon, damit es... Genau. Ach, deswegen ist dann auch diese Haut immer so wunderbar knusprig und aber da kommt dann noch Honig oder irgendwas. So. Irgendwas nee, machen wir nicht. Wir dann bloß mit dem Fond, der rausläuft. Ach so. Genau. Schön. Also, wir haben aber noch ein was Wichtiges vergessen, was rein muss, nämlich der Beifuß. Beifuß. Da habe ich hier so ein schönes Sträußchen für jeden. Einfach so einmal in der Mitte nochmal knicken. Ja. Und das wird einfach mit reingestopft. Genau. Schön bis nach hinten. Beifuß. Ja. Ja. Da habe ich hier unsere Bräter. Ja. Ja. Die sind bei mir ein bisschen größer. Zu Hause hat man dann sowas in der Art. Ne? Mhm, genau. Und kommt da, aber bei mir in den Ofen passen die Wasser rein. Und nimmst du dann Butterschmalz oder Öl? Hier kommt Wasser rein. Nur Wasser? Die Gans rein. Aha. Und ungefähr ein halber Liter Wasser. Das habe ich hier. Und das tun wir jetzt einfach aufteilen. Und zu Hause in der Röhre, mittlere oder wahrscheinlich ganz unten, passt hier gar nicht rein. Die untere Schiene, genau. Untere Schiene. 180 Grad vorheizen. Ja. Und dann ungefähr 2,5 Stunden. Ne? Je nachdem, wie groß auch. Ne? Das sind jetzt relativ große Gänse. Da brauchen wir, denke ich, schon drei. Ohne nochmal zwischendrin irgendwas zu machen. Doch, alle halbe Stunde aufmachen. Und übergießen. Wasser drüber träufeln und so. Ne? Machen wir dann zusammen. Nicht. Das ist alles? Das ist also alles. Eigentlich einfach, ne? Kein Hexenwerk. Das ist kein Teufel. Naja, man kriegt fast Lust, das wirklich mal ernsthaft zu machen. Na klar. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Bin angetan. Ne? Na ja, dann Prost. Genau.
Vielleicht liegt es auch nur daran, Prost. Der Ofen ist vorgeheizt und da könnt ihr euer Blech nehmen und ich mache die Tür auf. Ladies first. Welches Fach? Egal. Egal. Ist es egal, wie rum? Ja. So? Jawohl. Ich mach's mal andersrum. Ein bisschen ästhetisch. Mal sehen, muss schon sein. Ich erinnere mich. So. Genau. Das ist schon ein schönes Gefühl. Das Gefühl, was gemacht zu haben. Jawohl. Schon. Genau. Ist die Gans auch nicht gelungen, werden trotzdem Weihnachtslieder gesungen. In diesem Sinne, ja? Seht ja. euch das an, Leute. Ist ganz schön geschrumpft, das oder? Ist unser ganzer Stolz. Wie lange war es im Ofen? Die war ungefähr 3 Stunden im Ofen. Und das zieht sich tatsächlich so ein bisschen zusammen, ja. ne? Das, brät so lange raus, das Fett brät raus, genau. Und jetzt bereiten wir uns die so vor, dass die Hausfrau am Heiligabend nicht mehr so viel zu tun hat. Auch wichtig, man muss nicht Heiligabend von früh an in der Küche stehen. Genau. Super. No? Jetzt kenne ich das mit einer Geflügelzange, macht genau, das der Geflügelschere, Hausfrau. Ja? No? Wir nehmen auch das Messer. Wir nehmen das Messer, wir lassen die Karkasse ganz und machen wir dann Soße noch draus. Und das ist halt dann, brauchen wir nicht so viel abknaubeln. Ah. No? Das ist viel, dann nur Fleisch. Okay. So. Wo setze ich an? Wir drehen sie rum. Ja, also hier wird gezogen. Genau, hier die Karkasse wird ganz gelassen. Genau. Einfach merken den Spruch, was es auch immer bedeutet, wenn sie, hey, ich habe jetzt Gänsebraten gemacht und ich habe die Karkasse ganz gelassen. Ja, also, ich kenne mich aus. Ganz sehr punkten, genau. Hüben und drüben, bis vor. Brauchen wir nicht durchschneiden, das können wir ganz ruhig. So, ja, tatsächlich? Genau. Ja. Nicht so tief. Das hier, so. Knochen kann ruhig ganz bleiben. Und Katja Möckel, ist deine Karkasse noch ganz? So, ja. Machen. Ist gut, wenn man versteht. Gut. So? Ja? Nur einmal. Genau. Und dann haben wir hier hin, wenn wir jetzt hier aufmachen, was? Haben wir so ein Brustbein. Das machen wir raus. So eine Art Knorpel ist das. Das ist ein Knochenrichter. Ach, beim Hühnchen sagen da manche Glücksknochen dazu. Hüben und drüben anfassen und dann muss man den auseinanderbrechen. Bei dir reingreifen. Das längere Stück, der hat Glück. Was willst du? Ich mal kurz bei dir reingreifen. Das ist einfach das Gefühl, das ist das Brustbein, hole ich da raus. Genau, das gleiche ganz hier vorne. Hier. Ach, da, ja. Ich hab's. Genau. Moment. Soll ich dir helfen? Ich hab's doch nicht. Jawohl, genau. Mach das mal mit ein bisschen Gefühl. Das ist mit ganz viel Gefühl. Jawohl. Das ist der Glücksknochen, den wollte ich dir schenken. Frohe Weihnachten. Und dann kann man die, wenn da Brustbein raus ist, hier so auseinanderbrechen. So, die Seite auch. Ja. Und jetzt kann man einfach hier hinten anfassen, bisschen halten mit der Hand und kann das Hut ab. Ausziehen. Und man muss in der Küche auch ganz schön anpacken können, ne? Das ist ja. Und Hut ab. Und wenn man es jetzt so umdreht, hat man den schönen Vogel. Das Gemüse und das machen wir, Apfel brauchen wir nicht mehr, ne? Doch, da machen wir dann eine Soße draus. No? Das machen wir klein noch, schön. Tun das nochmal schön anbraten, dass eine schöne dunkle Soße draus wird. So, ich mache mal auch einmal. Jawohl. Dann nehmen wir jetzt nochmal das Glas, die Sendung geht, oh, noch. Na, da bin geht ich ja noch doch eine da, Weile. Da bin ich doch dabei. Jetzt sagen wir alle viermal den Zungenbrecher mit dem Blaukraut und das machen wir dann am Ende der Sendung nochmal. Dann können Sie unseren Alkoholspiegel nämlich testen. Also, Blaukraut bleibt Blaukraut und Rotkleid bleibt Brautkleid. Brautkleid, nicht Rotkraut. Jetzt kommt eigentlich das richtige Auftrangieren. Jetzt wird halbiert in der Mitte. Ah ja. Ich möchte auch, es sind ja zwei Teile. Das macht er auch gerne, hä? Natürlich. Das will ich nicht nehmen. Einfach hier in der Mitte an der dünnen Stelle durchschneiden. Ne? Dann hat man die Brust und die Keule. Aber wozu werden dann die Flügelscheren verkauft? Braucht ja kein Mensch. Für die Amateure. Das ist natürlich, das sieht grazil aus, edel. Wenn Sie eine Geflügelschere gebraucht haben wollen, ab heute bei mir du, ich eBay, guck da auch im Internet. Ja. Genau, und dann kann man hier die Brust abschneiden. In der Mitte durch. Hat schon so ein Teil. Ach so, und dann, so dann stehen die Häppchen auf dem großen Teller. Genau, ne? Und dann kann man das schön auf einer Platte anrichten. Ja. Und dann kann sich jeder das nehmen, was er möchte gerne. Das ist schön. Und und es kann gleich losgegessen werden. Es muss nicht erst davor die dann dastehen und mit der Geflügelschere genau. Das ist so der Klassiker, auseinanderschneiden. Den kennt jeder. Und dann, ja, dann sind die Klöße kalt und das Messer nicht scharf. Ah, und okay.
Quatsch nicht so lange, guck aber, mal, wie weit wir aber, schon sind. Aber wenn wir einmal so weit sind, dann nochmal warm stellen lieber nicht, dann wird die ganze nicht besser, ne? Wahrscheinlich. Doch, jetzt. Also wir machen die schon dann nochmal warm. Aha. Erkläre ich gleich. Nascht ihr schon wieder? Das schmeckt gut, stimmt, das schmeckt gut. Hervorragend. Wirklich. Ja? Könnte noch ein bisschen Salz rein. Gut gewürzt? Ist für mich wunderbar, weil ja es kommt ja auch noch Rotkraut und Klöße. Reicht. Ja. Haben wir gut gemacht? Absolut. Fantastisch. Bombfortschönös, wie man so schön ganz sagt. Ganz fein gemacht, ne? Genau. Genau. So. Jetzt haben wir die Teile so vorbereitet und kann sie wieder in die Pfanne legen. Ja. Ne? Und dann tun wir sie bei 140 Grad ungefähr warm machen, eine halbe Stunde. Und dann nochmal eine Viertelstunde richtig Power 230, damit die Haut, dass es knusprig wird. Ah. Ne? So, unsere Gänseteile legen wir jetzt hier auf. Unser ganzer Stolz, das haben wir gut gemacht. Das habt ihr wirklich sehr gut gemacht. Wir vor allem. Nee, das hast du toll gemacht. Und für uns war es schön, dabei zu sein, muss man. Also ehrlich. Nee, ihr habt schon auch gut mitgeholfen. Sieht gut aus. Genau. So, und hier machen wir jetzt unseren vorbereiteten Gänsefond. Gänsebrühe, wo wir die Hälse ausgekocht haben. Die Erfolge sind grenzenlos. Andreas, du hast das Schlusswort. Ich bin stolz auf euch. Ich habe zwei Bier getrunken, das Schlusswort. Aber es ist Weihnachten, wir dürfen das. Ich bin stolz auf euch. Ja, also wir haben jetzt unsere vorbereitete Gans. Die können wir jetzt in den Keller stellen oder so und dann kurz vor Heiligabend oder am 25., wann die Gans gegessen wird, hochholen. Halbe Stunde 140 Grad und dann noch mal eine Viertelstunde. Gib ihm Gummi. 230, ja. Schön knusprig machen. Mhm. Ja, nicht verbrennen dann, lassen, immer mal reingucken, ist wichtig. Genau. Nödler? Leute, kein wenn Problem. Es irgendjemand gibt da draußen, der das nachkocht jetzt, nach Inspiration dieser Sendung. Und wenn es gelungen ist. Möchten wir bitte eine Info haben. Ja. Aber auch den Familienstreit nachgewiesen bekommen, wenn es nicht gelungen ist. Wir schlichten dann, wir kommen dann persönlich. Wir sind dann schuld. Andreas auf jeden Fall nicht. Tausend Dank. Wollen wir auch nochmal Danke sagen dem Tier, das sich geopfert hat für uns, Mensch, genau. Dass wir lecker feiern können. Auguste. Auguste, lebe vielen hoch. Dank. Na? Und für das neue Jahr. Frohe Weihnachten. Halten wir uns so, wie Karl Valentin damals gesagt hat. Hoffentlich wird es nicht so schlimm, wie es jetzt schon ist. In diesem Sinne, ja. Prost. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.